Vergangenheit, zurück zu Skyrim, was wir natürlich ohne weiteres letztes Mal hätte machen können, war hier Fahrstuhl runter und jetzt hier, also diesen Superkiller da hinten, den haben wir noch nicht gechillt, aber hier unten hätte man runtergehen können. Wir hatten ja schon aktiviert und hier ist die Schwarzweite. Also ich denke mal, dass es hier jetzt aber auch nicht so easy wird. Ach du Scheiße. Okay. Da ist ein Hebel. Was ist das hier? Okay, da sind irgendwelche Freaks. Ah, okay. Da kann ich schießen, das ist ja cool. Kann man das immer alle Nase lang machen? Ne, einmal kann man das machen, okay. Ah, wo schießen sie denn? Ey, ich sieh's nicht. Also. Okay, schon kaputt. Danke. Kommt der rauf oder nicht? Scheinbar nicht, oder? Doch, er schießt zumindest mal. Ah, die beiden fighten gegeneinander, das ist schon mal gut. Okay, der hat den auch gechillt, ey. Also richtig easy ist er scheinbar nicht. Oh, da ist noch einer. Kämpft ihr erstmal miteinander, es geht auch. Okay, der Zwergenspeer hat den auch platt gemacht. Unglaublich. Und wird er mich wahrscheinlich auch platt machen. Ich bin noch einigermaßen fit. Mal gucken, ob ich ihn einfach mal so kriege. Mal zwei reinhauen kann. Oh. Komm, einen noch. Ja, Glück gehabt. Alter. Jetzt heißt es aber mal kurz wiederherstellen, wenn es möglich ist. Danke. Alter Verwalter. Okay, lass uns gucken, wo es lang geht eigentlich. Ich habe jetzt noch keinen blassen. Irgendwie hier hinten oder... Okay, wir müssen da irgendwo in die Mitte rein, ne? Da hinten geht es irgendwie weiter mit so Brücken und. Okay, ich laufe ein bisschen schneller. Achso, hat er noch was übrig gelassen für mich hier? Kleine Heilung, immer gut. Wow. So, musste man da rein, da oben? Sehr interessant. Kleiner Seelenstein. Großer Seelenstein. Was brummt hier alle so?
Wäre cool, bla 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 und so weiter und so fort. Oh. Hupe und der Hirnwurz, okay. Zurück zu den Wurzeln. Okay, war wohl irgendwie recht wichtig. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und deswegen speichern wir das mal schnell. Okay, jetzt ist aber echt die Frage, da hinten könnte es weitergehen. Den schönen Weg entlang, aber ich denke mal, so easy ist das nicht. Den Schalter. Ich hatte ja gedacht, oh schön, kann da rein. Okay, vielen Dank. Wo gehe ich raus? Hier. Dachte ich, gibt es einen Schalter? Ja, da. Ah, okay, ich bin wieder oben irgendwo, oder was? Ah, okay. Ah, das war so nicht gedacht. Natürlich mal eben gucken können, wo ich da rausgekommen bin auf der Map, ne? Das wäre natürlich nicht clever gewesen. So, ich war vorhin hier irgendwo unten, da war so eine Treppe. Mit irgendwelchen bösen Vögeln. Sehr eklig und gefährlich. So, das Gewächs hole ich mir trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich den nachher da brauche oder so. Aber die blöde Fliege hole ich mir nicht. So, lass uns gucken, was hier sonst noch so abgeht. Da drüben, also wir kommen ja von da drüben. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rüber. Da drüben ist so eine Art, wieder so ein Speer. Zwei. Mhm. Einer schießt Pfeile und der andere kommt wahrscheinlich gleich angelaufen und haut mir eine rein. Also eine alte Fliege, glaube ich. Ach, so eine alte Kakerlake, ich hasse die. Alter, renn, Junge, Mädel, Dame, lauf. Okay, haben wir gar keinen Bock drauf. Nichtsdestotrotz gehen wir hier mal rein. Alter Mann! Ja, Brutzel, Brutzel und schon tot, ne? Aufs Maul! Tot, oder? Komm, hau ihm eine rein, ja, danke. Stab des Blitzes, sehr schön, aber wir brauchen jetzt auch mal Stab der Wiederherstellung. So, dahinter steht noch irgend so ein komischer Bogenschütze. Ja, abgesehen davon, dass wahrscheinlich diese alte Kakerlake gleich auch irgendwo antanzt. Was hat er denn hier bewacht? $150, naja. Stahlhemde-Illusion. Hm. Alter, was für ein Zeug. Puh.
Mal eben gucken. Okay, sparen kann ich es natürlich auch, aber ob mir die irgendwas bringen. Wo hatte ich den anderen jetzt? Ich hatte noch einen Helm eben aufgenommen, oder? Der hier. Ja, komm. Bringt dann eben nichts, macht nichts. Gut, wir gehen wieder raus. Ich weiß nicht, ob wir Kakerlaki hier noch kaputt machen müssen. Wäre blöd, weil habe ich überhaupt keinen Nerv auf. Ekel. So, ich probiere es. Also dazu gegebenermaßen ein bisschen assi. Komm, lauf weg. Lauf. So. Ich weiß im Übrigen nicht, muss ich vielleicht mal eben kurz gucken, warum ich nur mit einer Hand das machen kann. Habe ich irgendwo... Ah, shit. Okay, ich müsste mal... Wie stelle ich das Ding denn ab? Links, rechts, rechts. Ich will aber beide... Na egal. Wiederherstellung. Diese kleine Scheiß-Kakerlake. Oh, starke Magiker kann ich auch nehmen. Okay, wer sind denn die zwei, die ich da sehe? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier durch, okay? Ja, für mich hört sich das hier so wieder nach Assel-Kakerlaken-Gedöns an. Oh, ich laufe jetzt mal eben darauf. So, was sehen wir denn hier? Jede Menge interessantes Zeug und wir wollen irgendwo da hinten rein, ne? Okay. Also Armeequartiere, sorry, hört sich jetzt auch nicht so gut an, oder? Nicht so gesund, würde ich sagen. Also hier geht's wieder raus, ne? Aha. Hab ich die eben übersehen? Dietrich, sehr schön. Die hatte ich eben übersehen, oder? Konnte man von unten nicht sehen, glaube ich. Okay, was ist hier? Da kann ich schlafen. Wenn ich schlafe,
mich dann regeneriert? Schling, vielleicht. Wenn ich hier, die wachen jetzt gleich alle auf. Kling, kling, kling. Dort. Okay, gut. So schlimm war es dann hier nicht. Es sei denn, ich habe irgendwas total übersehen. Das ist eine Art Shrine. Kann ich aber nichts machen. Okay, gehen wir raus. Es war chillig. Bisschen was eingesammelt. Okay, so, da könnten wir rüber. Mache ich auch mal, ne? Ich will nochmal speichern, ey. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, nachdem ich hier jedes zweite Monster platt macht. Okay, wir haben einen wunderbaren Hebel. Sehr interessant. Vielleicht hilft mir das. Eine Sitzbank. Ach, mal verschnaufen. So. Interessant ist jetzt wirklich, dass ich das Ding hier eigentlich nicht brauche zum Rumfighten, aber vielleicht hilft mir das auch mal. So, ich kam von da. Ich würde jetzt hier irgendwie weitergehen wollen, oder? Ist alles ein bisschen zu hell, ne? Die wollen mich doch hier alle killen, ich weiß es doch. Soll ich da mal rübergehen? Oh. Super interesting. Was ist das hier? Man kann nichts machen, hinsetzen. Und ich kann darüber schwimmen, oder? Ah, viel zu Dangerus. Was ist das hier alles? Alter, da kommt doch wieder so ein Dampf hier raus. Nee, auch nicht gut. Gibt es hier einen Auslöser irgendwo? Ich brauche doch da nur langlaufen, dann geht's doch schon los, oder? Alter! Ich will da drüben das kleine Türmchen rein, glaube ich, nur, ne? Oder? Ich will nicht auf diesen super Mond dahin. Okay, da müssen wir aber nachher nochmal hingucken. Boah, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich habe das, keine Ahnung, von wann das Spiel ist. 2010, 11, weiß ich nicht mehr. Also entweder bin ich da damals nur so durchgerusht, was ich nicht meine, weil da hatte ich die ganze Karte aufgedeckt, fast 100%. Ah, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Ich probiere ihn mal. Okidoki, ein schlimmer Turm. Scheint aber der richtige Weg zu sein. Denn hier sind schöne Sachen. Bücher lesen und so weiter. Helme einsammeln jetzt mal nicht. So, wer hat hier gepennt? Das ist die große Frage. Und was gibt's hier Schönes? Crazy Rollen. Puh. Kanis Wurzel nehme ich mit. Fackelwürmchen will ich nicht. Papierrolle brauche ich auch nicht. Ach, beschädigtes Buch, Leute. Dann habe ich das mitgenommen. Lösung der Stärke. So, da ich immer ein bisschen zu viel trage. Buch, Bücher. Wo ist es?
Kann ich das nicht durchlesen und dann lerne ich das? Kennst bereits. Okay. Dann wollen wir das ablegen. Ich glaube, bei sonstiges wird wahrscheinlich das zerstörte Buch sein. Beschädigtes Buch, so heißt es, ne? Beschädigtes Buch, okay. Ching. Okay. Let's save. So, was ist hier los? Nix. Ansonsten ist es echt mega interessant, was die so alles rumliegen haben. Und da ist noch ein Getränk. Ja, heute nicht. Okay. So, wir gehen weiter rein. Ah, ich erinnere mich, das ist dieser Riesenraum, in den wir rein müssen. Hier muss man diesen einen Mechanismus hinkriegen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der ging. Wie war denn das noch? So eine Art Planetarium, ne? Ja, sowas. Ja. Okay, man kann hier irgendwie aufs Knöpfchen drücken. Lasst uns mal aktivieren. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Shit. Aktiviere Schalter A, B, C. Komm, lass uns mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Also, es gibt diese vier Schalter. Dann kann man das hier anmachen, irgendwie, glaube ich, ne? Oder das. Oder das. Okay, wir gehen erstmal in die Mitte. Ich glaube... Oh Mann, wie ging das denn noch? Shitulation, nochmal. Achso, hier kamen wir rein, oder? Nö. What the hell? Da können wir abhauen nachher, denke ich mal. Himmelsrand, okay, da geht's raus. Warte mal, was sind hier noch für Türen? Nee, keine Türen, ne? Ne, so, also ich gehe nochmal zurück. Ah, wie funktionierte das denn noch? Es war irgendwie so... Konnte man rüber, auch wenn man es nicht glaubt, genau. Und das Ding war auf jeden Fall diese Steuerzentrale. So, das war aber nicht das einzige, meine ich. Wie ging denn das noch? Aktiviere Schalter. Kling. Ah, okay. Erstmal anmachen. So. Mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Mal eben gucken, wenn man hier nochmal draufklickt, was passiert dann? Nee, nochmal. Oder konnte man hier drehen? Ah nee, da kommt das Lexikon rein, verstehe. So, und jetzt... Ah, wie ging das noch? Jetzt in der Mitte was machen, ich weiß es nicht mehr, ey. Ah, wenn ich das bloß wüsste. Ich glaube, man muss jetzt das Ding wieder rausnehmen und dann eben ein bisschen... Oder fehlt mir noch was? Da kommt der Würfel rein. Dann gehen die beiden an. Und hier drüben kommt auch noch was rein, ne? Aber was? Ich weiß es nicht mehr. Er hatte gesagt, der Würfel aktiviert irgendwas und das andere Ding aktiviert noch irgendwas anderes. Aber die haben wir ja beide dabei, die Dinger.
hier nochmal kurz runter, weil ich weiß nicht, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Also, sind wir hier reingekommen? Nee. Wo sind wir reingekommen? Hier, ne? Da sind wir reingekommen. So, ging es jetzt hier noch irgendwie weiter? Ne. Also, das ist voll die fette Kugel. Irgendwie vercheckt oder was? Bitte nicht. Ey, ich habe das bestimmt irgendwo abgelegt, oder? Lass mich mal kurz gucken, wenn ich das Ding hier nehme, ob ich das irgendwo liegen lassen kann. Lexikonwürfel, also kann ich den Lexikonwürfel ablegen? Bitte nicht, ne? Und den kann ich auch nicht fallen lassen. Okay, sehr schön. Das wäre natürlich echt ätzend gewesen, wenn ich das Ding jetzt hier. Vorhin gewirkt. Das zeigt auf mich. Und das Ding zeigt aber eher jetzt, verändert sich das in der Mitte? Okay, die Ringe.
nebeneinander, ne? Wo ist denn der Unterschied? In der Mitte, das Ding dreht sich dann aber auch nicht mit, ne? Oder, ja. Was zeigt das Ding in der Mitte an? Das zeigt an, ein fettes in der Mitte, das ist okay. Und zwei, drei oben an der Seite und, also nochmal. Jetzt eine schöne Konstellation mit Sternen und da sind kleine Sterne, okay. Rauf und rechts macht das Ding. Nochmal rechts. Okay. Das Ding dreht das Ding. Oh, okay. Oh, irgendwelche Spiegel. Warte mal. Ja. Der macht's noch nicht. Okay. Welche Konstellation brauchen wir denn, ey? Das ist jetzt hier reines Zufallgedönse. Wow. Das sieht doch schon nicht so schlecht aus, oder? Geht doch. Krasse Scheiße. Okay, dann lass uns das da rausnehmen. Ist das die crazy Rolle? Was ist das? Die Rolle der Alten oder was? Ja, alles klar. Boah. Sind wir krass drauf. Jo, lies die Schrift, Leute, das mache ich doch gerne. Schriftrollen, da ist sie. Hä, wo ist sie? Wollt ihr mich verarschen? Bücher? Oh, okay. So, lesen. Hätte ich das gedurft? Ich weiß es nicht. Okay, liebe Freunde, wir gehen jetzt mal hier raus, ne, weil da war der Fahrstuhl nach draußen, soweit ich mich erinnere. Okidoki, crazy shit, muss ich sagen. Ja, ich muss erstmal jetzt ein bisschen verschnaufen und mehr machen wir dann beim nächsten Mal, okay? Bis dann, ne? Ciao.